Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Mein Spielzeugdealer hat mir wieder jede Menge fernsteuerbare Autos geschickt. Wir haben zum Beispiel Modelle von Lamborghini, Audi, Porsche. Hier ist ein richtig schickes von Mercedes. Nochmal Lamborghini, Audi. Dann darf natürlich Golf nicht fehlen. Hier nochmal Porsche. Also da sind jede Menge Modelle unterschiedlicher Größe mit dabei. Die werde ich euch dann mal in den nächsten Videos so vorstellen. Natürlich auch noch hier die fernsteuerbare Spinne. Die darf auch nicht fehlen. Wenn ihr mich abonniert, verpasst ihr keins der Video. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Heute stelle ich euch mal einen Audi Q5 vor. Das ferngesteuerte Auto hat einen Maßstab von 1 zu 14 und kostet 28,90 Euro plus 94 Euro Versandkosten. Den Link zum Produkt poste ich im Textfeld unter dem Video. Da klickt ihr drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Sollte der Link mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Und so schaut die Verpackung aus. Und dann wollen wir das Autoschen jetzt mal rausholen. Und so schaut der Audi aus. Hier haben wir die Front. Die Scheinwerfer, den riesigen Grill, hier die Reifen, Seitenansicht, also Verarbeitung ist sehr gut, da kann ich nichts bemängeln. Zwei Kanonen unten drunter. Doch, eins habe ich gefunden, und zwar hier waren leichte Rückstände gewesen vom Plastik. Da haben die kleinen chinesischen Hände halt nicht genau aufgepasst. Und Innenraum haben wir auch noch. So schaut er aus. Und schöne Details, muss ich sagen. Hier hinten kann man auch noch reingucken. Rücksitzbank. Und hier oben haben wir sogar noch ein Panoramadach. Erkennt man jetzt aber alles sehr schlecht. So schaut die Fernbedienung aus. Die Antenne wird einfach hier so reingesteckt, dann festgeschraubt und dann könnt ihr die ausziehen. Ja, ist ganz einfach erklärt, die Fernbedienung. Vorwärts, rückwärts, links, rechts. Und auf der Rückseite haben wir noch das Batteriefach. Das Schöne ist, man muss mal nichts schrauben. Ihr müsst nur gucken, dass der Schalter hier auf Off steht und dann könnt ihr das Ganze hier so nach hinten schnacken und dann kommt dann hier ein 9 Volt Block rein. Batteriefach beim Audi ist auf der Unterseite. Hier ist die Ausrichtung für die Achse. Ihr habt das Batteriefach und dann muss der On-Off Schalter wieder auf Off stehen. Dann könnt ihr das nämlich hier schön nach vorne machen. Schütteln wir mal ein bisschen hier. Na, geht so nicht. Muss man doch hier so öffnen. Und da kommen jetzt 5x AA Batterien rein. Das wären dann diese hier. Ich zeige mal kurz die Fernbedienung. Vorwärts fahren, rückwärts fahren. Dann haben wir hier noch links lenken, rechts lenken und Licht. Ja, so ein großes Auto ist zu klein, eigentlich für die Wohnung, aber ich zeige es trotzdem mal. Der lässt sich aber recht fix lenken. Der ist halt ein bisschen größer und schwerer und deswegen dauert das halt einen Moment, bis der an Fahrt gewinnt. Aber jetzt gehen wir mal vor die Tür. So eine Runde mit dem Audi, hier bei mir vor der Straße. Oh, der fährt recht zügig. Schöne Sprung fährt er. Oh, da kommt gerade ein anderer Audi. Ich muss mal gerade an die Seite fahren. Ich muss gerade hier pausieren, bis der andere Audi vorbeigefahren ist. Ach, war das so ein popliger, dreckiger A3 gewesen. Ja, also, ja, die Fenster ist jetzt recht gut. Und gleich machen wir noch einen Reichweiten-Test. Reichweite ist beim Audi bis zur Tür ca. 25 Meter. Fahren wir einfach mal.
Zimmer ausrichten, hat leichten Rechtsdreh. 25 Meter Hauerschaum. Und Wendung. Bam. Das ist immer dieser Frost, da fahre ich immer gegen. Aber kein Thema. Hat ja super gut geklappt. Und ja, sehr schön. Auch psychisch unterwegs. Lenkung ist auch hervorragend. Da kann man nicht meckern. So, und jetzt. Voila. So, da haben wir noch unwegsames Gelände. Ja, geht auch wunderbar. Guck mal, ob ich noch hochfahren kann. Mal Anlauf nehmen. Mal gucken, meiner geht? Ja. So, Horst ist nicht da, deswegen habe ich den Verstärkung. Wie heißt du überhaupt? Marius. Marius? Sehr gut. Der Marius hat jetzt den, du hast den Audi, ne? Genau. Ich habe den Porsche und ja, jetzt machen wir einen Geschwindigkeitsvergleich. Willst du zählen? Willst du rückwärts zählen? 3, 2, 1? Dann mache ich das. So, ich zähle dann 3, 2, 1 und einfach geradeaus. So, 3, 2, 1 und los. Sind wir gleich auf, aber der Porsche zieht den auch noch ein bisschen ab. So, jetzt haben wir den Kreis. Das ist ein bisschen. Oh, komm, klappt's denn? Da war der Audi. Hast du gleich Schaden. Da war der Porsche doch ein Tick schneller, aber wir können noch mal ausprobieren. Vielleicht habe ich auch zu viel gedrückt. Sage ich jetzt einfach los, ist einfacher. So, los. Ja, der Porsche ist schon wieder schneller. Ja, Porsche ist schon wieder schneller. Ja, aber etwas größer, wenn du weißt. So, mal kurz was gucken. Ausgeschaltet, genau. So, einmal. Ja, so. Da schenke ich dir das behalten. Da hast du ein fernsteuerbares Auto. Was? Kannst du behalten? Danke. Ja, kein Thema. Viel Spaß auch damit. So, tschüss. Tschüss. Ja, den Audi habe ich gerade halt verschenkt. Und war von der Verarbeitung okay. Hat schön auch seine Kreise gezogen, also Lenkung war auch ordentlich, aber der war halt nicht ganz so schnell wie der Porsche gewesen. Jo, wer trotzdem Interesse an dem Audi hat, für ins Regal zu stellen oder weil er halt Audi-Fan ist, den Link dazu im Textfeld unter dem Video, klickt da drauf, kommt ihr direkt hin. Das war wieder der Testmischel von YouTube, könnt mich gerne abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.